Jo, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zum Bus Simulator 21. Wir machen weiter mit unserer nächsten Route. Ja, wir wollen ein bisschen Kohle verdienen und das machen wir doch am besten, indem wir einen neuen Bus dazu kaufen, nämlich. Und zwar für die Route 3 brauchen wir einen weiteren oder zwei weitere Busse. Das werden wir jetzt auch machen. Wir werden jetzt mal zwei neue Busse kaufen. Und dann werden wir so nach und nach fahren, wenn wir jetzt nach und nach die Route fahren. Oh, warte mal, ich hatte eigentlich vorgenommen, ich weiß jetzt nicht kann. Oh, ich vergesse immer wieder, dass ich mit dem Bus reise. Wie ihr das so gemerkt habt in der letzten Folge, ja, es waren tatsächlich ein paar leichte Tonstörungen mit am Ende dabei. Ich bitte, diese zu entschuldigen. Man hat also ein bisschen meine Stimme noch verstanden, was ich von euch wollte. Es tut mir leid, dass das mit den Tonstörungen so war. Ich hoffe, jetzt ist, also jetzt ist wieder alles gut. Ich habe es vorher getestet. Und ja. Jetzt zeige ich die zweite. Ja, gut, okay. Das war eigentlich nur dazu da, ein bisschen Geld zu fahren. So, gucken wir mal. Also, wir kriegen ja ein bisschen Kohle dazu, indem wir. Jetzt nehme ich mal in den Bus bitte rein. Dankeschön. Ich meine, Busfahrer sind ja von Natur aus ein bisschen beleibter. Aber so fett sind wir auch nicht. So. Ich kaufe einen Citaro. Warum kaufe ich einen Citaro? Ganz einfach. Das hat mir ein fleißiger Abonnent oder beziehungsweise Zuschauer, würde ich sagen, gesagt. Der hat gesagt, ja, um mir Geld zu machen und nicht immer nur diese 60.000, kaufe mehr Busse. Setze diese Busse auf deine Routen, die ein bisschen Kohle bringen. Durch diese Ping-Pong-Route. Wir kriegen ja jetzt pro Bus noch mal ein bisschen Geld. So, kaufen. Wir werden jetzt noch mal zwei Busse auf eine Route setzen, damit wir gucken, wie viel wir kriegen. Und dann sollten wir sie eigentlich nach und nach abfahren und dann haben wir sie eigentlich relativ schnell zusammen. Wir brauchen pro 10G-Bus 330.000. Wir haben 8 Stück momentan, weil ich das richtig im Kopf habe. Oder 6 oder 8? 8 müssen wir, glaube ich, haben. Wir gucken gleich. Ich war gerade so. So, gut, wir planen mal die Busse wieder ein. Und zwar auf die Route 3, so wie ich das angemerkt habe. Wir brauchen. Nein. Halt. 3. Da sind zwei Umwege drauf. Okay. So, mal. Guck mal, Platinsplan. Da sind zwei Umwege drauf der Route. Und darum sagst du immer noch, dass wir zu wenig. Und dann müssen wir also da mal die Route fahren. Da war ich auf 100%. Warum machen wir denn nur zwei Busse draus sind? Warum bei zwei Bussen der immer noch so wenig hat? Gut, wir gehen mal rein. Wir kaufen den Citaro nochmal drauf. Und setzen einen ML nochmal drauf. So, guck mal, was von dir jetzt bringt an Rundgeld. 5.000 nur? Warum bringst du so wenig? Bei drei Bussen? Warte mal. Vollzeitfahrzeug. Warum bringst du so wenig Geld, Kollege? Kauf damit, auf die Route, Vollzeitfahrzeug. Nein, wir brauchen keine Veko nochmal, wir brauchen den Citaro, CK, genau. Okay. So, dann habe ich das so, halt extrem wenig Geld bringst auf die Route. Wir haben hier, wir sind hier bei 57.000. Why not? Du bringst halt nicht so viel Geld. Das ist es halt. Ich habe drei Busse auf der Route. Also scheinen die nicht allzu viel Geld zu bringen. Wir setzen also nochmal hier ein weiteres Vollzeitfahrzeug drauf. Route 5. Was der jetzt bringen würde. Du bringst doch gar nichts drauf. Weil du keinen Bus hast, ne? Genau. Citaro K. Bam. Oder liegt das an der Uhrzeit? Nein, eigentlich nicht, ne? Eigentlich sollte das so ein bisschen Geld bringen. Warum auch nicht? Warte mal. Auf der Route 5. Ist ein Bus drauf.
Ich habe jetzt eine Main gekauft oder Zitarka. Rauf damit. So. Why not? Also eigentlich sollte der ein bisschen mehr Geld bringen. Naja, okay. Ist halt so jetzt. 57.000. Wir werden ja gleich sehen, wie viel die bringen. Da ist auch nur ein Bus drauf, ne? Jetzt zwei Busse drauf. Du hast einen drauf. Okay. Naja, wie dem auch sei. Warum auch nicht? Ja, ich dachte, wir hätten ein bisschen mehr Kohle. Mehr Busse drauf. So. Je Fahrt. Die gute 11. So, wir gucken mal, was wir so an Bussen haben. Überhaupt. An CNG-Bussen. Zitaro, Besitzer. Jetzt gucken wir Fahrzeugwechsel drauf machen. Wir gucken. Sie haben Zitaro 6. Zitaro haben wir 6. Und dann haben wir, gucken, was wir an MAN-Bussen haben. Warte mal, ich bin wieder rausgegangen aus der Liste. So. Nummer 5 von 6, ja. 6 Zitaros haben wir. Hier mal hin, gucken wir nach. Da müsste 2 haben wir. Also haben wir insgesamt 8 Stück. Schon von 15. 7 brauchen wir noch. So, ich kann mal kurz gucken. Weil wir müssen ja Busse wieder bewerben. Wir haben ja einen gekauft. Das bist du, ne? Du hast doch keine Werbung drauf. Genau. Du hast doch keine Werbung drauf. Das heißt, du brauchst jetzt Werbung. Nochmal nehmen. Annehmen. So. So, dann gucken wir mal nach einer zweiten Werbung. Wir haben noch irgendwo einen zweiten Bus. Ich bin schon wieder rausgegangen. Warum auch immer ich wegdrücken. Fahrzeugwechsel. Wir haben jetzt noch einen Benz, einen Citaro gekauft. Den haben wir jetzt genommen zweimal. Du hast keine Werbung drauf, ne? Nein, du hast keine Werbung drauf. Anpassen. Werbung. Ja, wir brauchen Werbung. So, Änderung übernehmen. Ja. So, Fahrzeugwechsel. Mercedes-Benz. Die Route 11 haben wir ja abgearbeitet. Die Route 8 hat einen Werbedeal drauf. Alles klar. Gut, ein bisschen Werbung haben wir jetzt drauf auf den Bussen. Das heißt, wir kriegen ein bisschen mehr Kohle. Wir werden jetzt eine Route fahren. Diese Route soll uns mal schauen, was insgesamt drin ist. So, warte mal, wir haben ja zum eben gefahren. Wir werden die drei jetzt fahren. Wir werden rüber zurück sind zum Heuschober. Der Heuschober ist hier. Gehen wir rüber zur Schnellreise. Wir haben ja keinen Bus, den wir jetzt mitnehmen können. Wir nehmen also quasi einen Bus, den werden wir uns hier spawnen. Und dann, das ist die Route 9, das ist falsch. Dann bist du bestimmt auf der anderen Seite. So, gucken wir mal. Und 3, der Irgendwie. So, noch, ja, kommt der Irgendwie. So, wir haben die drauf. Ja, du hast einen Werbung drauf. Alles klar. Gut. Moin, Oh, hallo, Chef. Willst du die Fahrkarten kontrollieren? Naja, ich fahr selber. So. Auf geht's. Unsere kleine nächste Route. Mal gucken, was wir da als Zeit bekommen. Wir waren eben bei 100, was haben wir gesagt, 100.000 oder 30.000. Das habe ich Ende der letzten Folge Ja. gekriegt. Na klar, Schatz. Aber Weiß ich jetzt klar. gerade nicht. Genau, ja. Und Käse auch, ja. Und den Müll natürlich. Tschüss. Jetzt gucken wir gleich, was wir kriegen. Wir haben ja jetzt nochmal zwei neue Busse, die sind jetzt eigentlich verplant. Und ich wundere mich, warum die so viel, warum die wir nicht bekommen. Aber ich kriege mal ein bisschen mehr jetzt. Weil jetzt fahren wir nämlich an, Kohle zu machen. Versuchen wir das Geld zu kriegen. Ich muss jetzt gleich mal gucken. Ich gucke mal gleich mal kurz meine Aufnahme rein. Habe ich eine Fahrkarte gekauft? Und dann muss ich, weiß ich, wie viel Zeit, wie viel Kohle ich kriege. Ne? Oh, du alle Funz! Ja, ich muss auch noch mal schnell anlaufen, damit der Bus mich nicht reinfährt. Damit ich 20.000 von meiner Versicherung kassiere. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad nicht doch schneller wäre. Ja, wenn du ständig so dumme Bratzen hättest, die dann unbedingt sagen: Komm, ich gebe noch mal Gas und beeil mich der Nächste. Oh, ich hasse es.
Ja, Abflug. Meine Fresse. Genauso was hasse ich wie die Pest. Meine Güte, ey, was ist denn heute los? Das kommt mir gerade vor wie beim Reallehrer. Heute hast du echt so Leute gehabt, die unbedingt noch vor dem Bus rüberlaufen mussten. Ganz schnell. Oder gar nicht reagieren. Gar nicht gucken. Das war so ein Ding, war das halt. Ich hatte bestimmt so vier, fünf so potenzielle Selbstmörder vor mir rumlaufen. So, also fahren wir jetzt los. Heide Fresse. Jetzt werde ich mal da rauskommen. So, nächste Haltestelle ist die Zuckerfabrik. Ja, kriegst jetzt so eine Fahrkarte. So. Mal Eine gucken. Fahrkarte. So, Danke. Geld mal zurückbringen. Moin. Ja, du willst auch noch eine Fahrkarte, natürlich. Mein Gott. Und ich habe schon wieder 20.000 auf dem Buckel wegen dem scheiß Fußgänger. Weil der unbedingt noch anlaufen musste. Nehme nicht an, dass Sie jedes Mal die Fahrkarten kontrollieren. Ja, doch, ich kontrolliere jetzt nochmal die Fahrkarte. Ich will jetzt gerade noch mal. Lass mich allein. Moin. Warst du gestern auf dem Konzert im alten Sägewerk? Die Band hat ausgesehen, als würde sie schlafwandeln. Furchtbar! So. Mindestens einer. Jawohl! Damit zumindest ein bisschen Kohle wieder reinkommt. Ja, hier ist die Fahrkarte. Warte mal, das habe ich gar nicht kontrolliert, oder? Und sie. Doch, der hat schon. Gut. Ey, das Spiel hasst mich gerade, wie die Pest. So, also gucken wir rein in die Aufnahme, damit wir jetzt endlich mal wissen, wie viel Kohle verdienen wir haben im Prozent. Habe ich einen kleinen Vergleich habe. Mein Gott, halt. Es ist schlimm. So, gucken, was wir hier reinkriegen, weil wir. Ich muss jetzt so ganz kurz in meine Aufnahme gucken, damit ich weiß, wie viel Kohle wir verdienen. Offiziell. Ich muss mal auf der Route 3 mehr Geld verdienen. 93.000. Mal gucken, wir gucken mal wieder im Vergleich. Ich gucke mal gerade wieder zum Vergleichen. Ich bin sofort wieder da. So, scheinbar ist es gerade nicht so vergönnt zu sagen, ja, wir können gerade ein bisschen auf. Dass wir gerade nicht komplett in einem Stück aufnehmen können. Immer wieder komplett unterbrechen dazu. Jetzt fahren wir wieder. So, wir fahren zur Butzbauer Gasse. Das ist die nächste Haltestelle, die wir jetzt angehen wollen. Wie gesagt, dann gucken wir mal, wie viel Kohle wir machen. Wir haben Step by Step jetzt Geld verdienen, um final die Busse kaufen zu können. Uns fehlen jetzt insgesamt noch 7. Dementsprechend brauchen wir Geld. Wir brauchen 2,1 Millionen. Das ist so grob der Richtwert. Natürlich, klar, umso mehr Busse wir jetzt einsetzen auf den einzelnen Routen, umso mehr Kohle kriegen. Aber wir gucken mal. Wir haben gleich, gucken wir mal, gleich einen Vergleich bekommen. Wir sind aktuell bei 93.000. Was den Zahltag betrifft, mal gucken, was wir jetzt kriegen. Wir haben nochmal 2 Busse verplant. Ich habe ja 2 nochmal jetzt gekauft. Übel sie. Alter, ich habe nur rechtzeitig geblinkt. Geh mir den auf den Sack gerade. Wie gesagt, heute ist so ein Tag, da passiert heißt mich einfach alles. So, die Bootsbauer Gasse. Haltestelle kann ausgebaut werden. Zack, bam. Auf die Stufe 4.
So, ein Gast möchte eine Fahrkarte. Wir sind noch nicht bei einem Zahltag. Den kriegen wir jetzt gleich. So, ich muss jetzt gerade ein bisschen gucken. Meine Freundin sagt jetzt gerade, wir sollen mal Essen bestellen. Deswegen sollte das ganz schnell erledigen. Deswegen habe ich kurz den kleinen Böcke gemacht. Es kommt immer gerade ein bisschen was dazwischen. Sorry, wir sind gerade bis beide ein bisschen kränklich. Bei mir ist es nicht mehr so krass, bei ihr ist es halt schlimmer. Deswegen muss ich auch immer wieder sagen, ich muss mal kurz weg, mal kurz gucken, was Sache ist. Seht es mir gerade ein bisschen nach. So, gucken wir mal, was wir jetzt machen. Wir fahren jetzt zum Buskorb. Lagerhalle. Oh, ich würde es so gerne die Leute aus dem Bus rausschmeißen. Meine Fresse, ey. Ich hasse solche Leute. Ich muss dich unbedingt auf der Straße überholen und dann vor dir rechts abbiegen. So. Gut, dann fahren wir nochmal rein. Da steht auch noch ein Rollstuhlfahrer. Also viele Haltestellen haben wir hier nicht mehr. Ja, wir werden sehen, was damit rauskommt. Wie der Unterschied ist mit zwei Bussen plus. Ansonsten verticke ich die zwei. Das ist kein Unterschied, mal verticke ich die zwei Busse wieder. Da machen wir dann so das Geld. So, Route 5 und 3. Wir werden jetzt nicht sehen, wie viel Geld wir machen. Wir haben halt den Fußgänger angefahren, ungefähr. Es sind 4000 Unterschied. Wenn ich ehrlich bin, das macht es... Wohl doch, Moment, es sind 24.000 Unterschied. Wir haben die 20.000 bei den Fußgänger angefahren, ja. Alles ist klar. Okay, das macht doch einen Unterschied mit den zwei Bussen. Und das pro Zahltag. Am Ende summiert sich das mehr, kommt mehr raus, am Ende kommt mehr raus, als ich, wenn ich sage, ich verkaufe die. Alles klar, gut, wir lassen es so sein. Weil bei 4.000 hätte ich gesagt, ich verkaufe die wieder. Da wird sich doch so, oh, ich hasse solche Leute. 2 Euro fürs Ticket, warte, ich zahle mit dem 10er, mit dem 20er. Nein, zahlst du nicht? Da muss ich euch eine witzige Geschichte erzählen von dieser Woche. Danke. Wo ich aufgenommen habe, wo ich, wie gesagt, ich bin ja wieder Busfahrer. Ich hatte tatsächlich einen an der vorletzten Haltestelle stehen. Ja, ich weiß, ich bin zu spät. Der wollte ein Ticket haben zur letzten Haltestelle, das sind 2 Euro. Das sind so circa 10 Minuten Fahrt. Und also es geht um die Haltestellen auf der Linie 196 in Leipzig, von der Messe zur Hauptbahnhof. Wie gesagt, 10 Minuten Strecke. Der stand vor mir, ein Ukrainer. Er wollte zum Hauptbahnhof. Karte kostet 3 Euro, kostet sie. Und er sagte zu mir, einmal dahin, zum Hauptbahnhof, okay, 3 Euro, kein Problem, einfach so. Moment, eine Sekunde. Ne, kannst du nicht. Aber du darfst. Nein, und er sagte zu mir, ich will mir 50-Euro-Schein zahlen. Ich habe gesagt, nee, mach ich nicht, geht nicht. Da habe ich gesagt, geht nicht, weil zu viel. Ich hätte jetzt nicht über 45 Euro Wechselgeld geben. Das geht nicht. Wenn da 50 Mann hinter der stehen, weil das alles selber. Daraus funktioniert nicht. Ich kann eh ablehnen, weil wir dürfen alles über 10 Euro dann ablehnen. Das wird schon kritisch. Und ich lehne ja normalerweise auch schon 20 Euro Scheine ab in der Höhe. Warte mal. Jetzt muss ich hier weg. Muss ich jetzt hier weg? Oh, ich muss ja nicht drin. Ja, fahr! Habe ich hier festgefahren, jetzt auf? Fahr doch! Ernsthaft habe ich jetzt. Ich hasse das. So, dann fahren Sie wieder auf die Straße zurücksetzen. So, jetzt hoffe ich, bin ich in der richtigen. Bin ich jetzt in der richtigen Richtung? Nein, bin ich natürlich nicht in der richtigen Richtung. I love it! Ich muss nämlich wieder zurück. Ende vom. Verpiss ich mit einer Scheißkarre jetzt endlich. Ne, ich muss da auch noch hin.
Ja, Fakt ist, er fing dann an, ich will mir 50 Euro zahlen. Ich habe gesagt, mach ich nicht, weil ich kann dir ja nicht so viel Wechselgeld geben. Und was hat er mir dann gesagt, an den Kopf geworfen? Hat er gesagt, das ist Diskriminierung von Geld. Das war erstmal die erste Aussage von ihm. Und wir sind gerade von der Haltestelle weg. Wir sind gerade von der fucking Haltestelle weg. Ja, ich muss jetzt unbedingt da noch hin. Ja, wäre Diskriminierung von Geld. Ich gesagt, das kann ich definitiv nicht machen. Was heißt Diskriminierung von Geld? Da wollte er nämlich gesehen, wo ich das steht, dass ich nicht diese 50 Euro annehmen kann von ihm. Aber ich da, also ich habe es ihm wollte ihm zeigen. Ich war gerade im Rausruf. Ich habe gesagt, ich fahre schon mit 7 Minuten Verspätung an dieser Haltestelle. Und gesagt, du kostest mir gerade unnormal Zeit, weißt du das? Ja, aber ich will sehen. Okay, habe ich jetzt also draußen. Es war Gott sei Dank eine ältere Dame, die neben mir saß, und war Gott sei Dank schneller als ich. Hat ihm das vorgezeigt und das abgezogen. Aber dann hat so eine blödsinnige Aussage von mir, das ist nicht nur von Geld. Nein, da steht in den Förderungsbedingungen, dass es nicht möglich ist, die. Oder nicht nötig ist, das Geld anzunehmen. Wie gesagt, lass mal da 5 Bandstrauße stehen mit allem 50-Euro-Schein. Das funktioniert nicht. Aber dann habe ich auch kein Ersatzgeld mehr, kein Wechselgeld mehr. Eine Fahrkarte, bitte. Und da ich sowieso fast nur 20 Euro mit 20 Euro maximal am Start bin und ich hatte noch nicht viel, das war die zweite Runde, ich habe da 2-3 Euro reingenommen, weil die meisten, die so die Uhrzeit fahren, die so 3-4-5 Uhr früh fahren, ja. Die haben alle eine Monatskarte oder beziehungsweise die haben alle eine Chipkarte. Und das funktioniert nicht und vorne nicht. Aber allein diese Aktion habe ich dann wieder 5 Minuten gekostet. Ich habe mit über 10 Minuten Verspätung als Mappa ausgefahren. Und das geht alles vor der Pause wegen solchen, mit Verlaub, es tut mir leid, Schwachköppen. Natürlich ist es sein gutes Recht zu sagen, okay, wo steht das bitte? Das darf er jederzeit haben. Also die Heftchen müssen wir dabei haben. Aber wenn ich dir mehrmals sage, hör mal, das geht nicht. Ich kann dir keine 50 Euro. Hau ab jetzt endlich. Du hast keine Vorfahrt. Naja, wie gesagt. Das sind so Leute dabei, das sind dann so Leute, die. Und die dann an der nächsten Station stehen, sind zu spät. Ja, wie solche Schwachköpfen. Sowas geht von meiner Pause ab und dann nervt es mich einfach. So, jetzt müssen wir gucken, wie viel Zeit wir haben. Ja, wie viel. Moin, Zed! Einfache Fahrt, bitte. So. Student, die Tageskarte, gib ihm weiter. Hey! Hallo, Leute! Einmal weitergehen. Was heißt das? Da fässt man sich dann irgendwann mal an den Kopf und sagt dir einfach, nee. Wie gesagt, in der nächsten Stelle steht dann Opa Klaus und sagt, die sind einfach viel zu spät dran. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, dann. Oh, Entschuldigung. Ja, und genau so ein Typ sitzt dann kurz nach der Aktion, wenn ich gerade erzählt habe, sitzt er im Bus und dreht erstmal die Mucke auf. Ey, weißt du, wie sehr ich mich da zurückreißen müsste, den ich auch. Ach, kann ich durch die Scheibe zu treten? Weiß ich nicht, ey. Das ist schlimm manchmal. Es ist nicht schlimm. Ich habe heute auch wieder so Situation gehabt. Das ist ja heute Freitag, dass ich aufnehme. Guck mal hier, der kann auf einmal dazu Gas gehen, der Kollege. Ich hatte heute potenzielle Selbstmörder vor mir rumrennen. Also das waren hier so Typen, genau wie die Fahrer mit den Fußgängern hier am Spiel. Die gehen dann ohne zu gucken drüber und das nicht mal über Fußgänger will. Nein, die gehen dann tatsächlich einfach ohne zu gucken. Also steht vor mir steht ein Lieferwagen, war im Ausland gerade. Eine ältere Dame kommt gerade, die guckt, okay, der Bus sieht, bleibt stehen. Was macht der Nächste, der dahinter steht? Ach, ich gehe ohne zu gucken einfach drüber, passt schon. Ich war gerade schon wieder am Anfahren. Ey. Haben wir die Zuckerfabrik schon in der Zeit schon wieder? Okay. Ich dachte, wir hatten schon die Mission.
Nee, du gehst ja wieder weiter, oder? Oh, warte mal. Das ist ein bisschen blöd gewesen. Okay, da war ich jetzt. Jetzt geht es tatsächlich auf mich, jetzt war ich ein bisschen am Träumen. Geh mit deiner Scheißkarre hinter mir weg. Oh, Mann, ey. Sag ja, solche Schwachmaten hast du dann jedes Mal. Heute waren auch gefühlt nur welche Idioten unterwegs auf der Straße. Weil, so, Zuckerfabrik alle mal raus. Bevor ich hier noch rausticke. Halt, ich will kein ausgebaut werden. Gut, der Vorteil ist, dass diese Ping-Pong-Sieger kann das extrem schnell ausgebaut werden. Jetzt gucken wir mal, was der Vergleich ist. Wir waren eben bei 93, 97.000. Ich gucke jetzt mal, wie viel wir haben insgesamt. Wir sind bei 4.000 Euro Unterschied. Und das ohne den Fußgänger. Theoretisch haben wir nicht viel. Also theoretisch könnte man die zwei Busse eigentlich wieder verkaufen und wir haben nur 4.000 Euro weniger. Und hat das Geld. Machen wir auch. Weil wenn ich ehrlich bin, ist es jetzt für mich kein Unterschied. Ob ich jetzt da zwei Busse noch habe, die 4.000, die machen das Finale auch nicht fett. Das ist ein Mercedes, ne? Das ist ein Kraftstoff, ja. Einmal weg damit. Das ist ebenfalls ein Kraftstoff-Mercedes. Der fährt auf der Route 11, den brauche ich jetzt nicht. So, ich gucke mal gerade wegen dem Mercedes. Du fährst jetzt Route 11 mit, das ist okay. Ich brauche ein MAN. Und MAN fährt, ist Kraft, TLG, Grillen, TLG. Ach, du fährst jetzt auf der Route 11 mit, okay. Ja, die Festen fahren auf der Route 11. Okay. Ja, wir haben jetzt den einen Bus auf die Route 11. Ich kann mal gucken, ob das jetzt so einen Unterschied macht, wenn ich jetzt einen nochmal auf die 11 setze. Ob das jetzt so einen mega Unterschied macht, also der MRN fährt. Ah ne, warte mal, den kann ich ja ausblenden hier. Warte mal. So. Bam. Den kann ich ja trotzdem jetzt. Vollzeitfahrzeug. Den packen wir mal rein. Das ist ein Unterschied macht. Wir haben ja auf der Route 3 noch nur ein Bus, Vollzeitfahrzeug. Nehme ich den irgendwie noch mit dazu, den zweiten. Und dann gucke ich, was ich für Zahltag rauskriege. Eigentlich gar nicht viel. Brauchen sie ja leider noch. Hier sind wir 42.000. Okay, dann müssen wir da wieder einen Bus reinsetzen, weil wir haben ja nur offiziell 3. Das heißt, ich werde jetzt wieder einen Urbanway rausnehmen, der von der Route 3 rüber wechselt auf diese Route. Dann werden wir wieder die 57 da. Sie flachsen jetzt? Hä? Sind Sie verarschen jetzt gerade? Warum? Warte mal. 47.000? 10.000. 9. Ach nein, warte mal, der verdient jetzt noch mehr, ne? Die Route 9 verdient jetzt noch mal Geld. Mehr Geld. Die verdient jetzt nicht mehr. Die verdient jetzt nicht mehr nur so wenig. Die verdient jetzt 31.000 pro Strecke. Ja, jetzt hätte ich natürlich sagen können, ich kaufe wieder noch Bus. Aber alles ist gut. Wir machen es so, wie es jetzt ist. So, wir fahren jetzt noch mal einen Zahltag. Genau. So, wir sind jetzt durch mit der Route. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und da fahren wir das Ganze noch mal. Dann gucken wir den Vergleich.